Jedem Paar, ob mit oder ohne CED, kann die Gründung einer Familie sehr viel geben, ist aber auch mit Herausforderungen verbunden. Zu Beginn ist es ganz normal, sich Sorgen darüber zu machen, wie sich Ihre CED auf Ihre Schwangerschaft auswirken könnte und umgekehrt. Statistisch gesehen haben Paare mit aktiver CED weniger Kinder als die Allgemeinbevölkerung. Sie machen sich Sorgen über Unfruchtbarkeit oder die Vererbung der CED an ihre Kinder. Familienplanung ist aber auch aufregend. Obwohl Sie vielleicht zusätzliche Unterstützung benötigen, sollte eine CED Ihrem Kinderwunsch nicht im Weg stehen. Die meisten Frauen mit CED haben eine normale Schwangerschaft und ein gesundes Kind. Manche Frauen mit aktiver CED werden vielleicht weniger leicht schwanger. Aber Frauen mit einer CED in Remission können genauso leicht schwanger werden wie andere Frauen im gleichen Alter. Wenn Sie eine Schwangerschaft planen, sollten Sie unbedingt zusammen mit Ihrem Arzt oder Gastroenterologen den besten Behandlungsplan für Sie ausarbeiten. Sprechen Sie auch mit Ihrem Patientenverband oder mit anderen Eltern, die eine Schwangerschaft mit CED hinter sich haben. Wenn Sie oder Ihr Partner eine CED haben, ist es verständlich, dass Sie sich beim Gedanken an Kinder Sorgen machen. Selbst Menschen ohne CED müssen sich darauf vorbereiten, Eltern zu werden. Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft sind anspruchsvolle Stationen auf dem Lebensweg jedes Menschen. Eine Schwangerschaft kann anstrengend sein. Die extreme Ermüdung, die eine CED verursachen kann, ist eine zusätzliche Belastung, sodass Erholung sehr wichtig ist. Wenn Sie Bedenken bezüglich Ihrer CED-Behandlung während der Schwangerschaft haben, sollten Sie zunächst Ihren Arzt um Rat ersuchen. Menschen mit CED machen sich oft Sorgen, keine guten Eltern sein zu können, sodass sie sich selbst unter Druck setzen und mehr machen, als nötig wäre. Stress kann aber Schübe auslösen. Zögern Sie also nicht, Angehörige, Freunde und medizinische Fachkräfte um Hilfe zu bitten. Schonen Sie sich und nehmen Sie sich Zeit, um sich zu erholen. Es ist nichts Schlimmes daran, andere um Hilfe zu bitten. Nicht alle CED-Medikamente können eingenommen werden, wenn Sie stillen. Daher ist es immer am besten, mit einer Fachperson zu sprechen, wenn Sie Ihr Baby stillen möchten oder bezüglich der Sicherheit Ihrer Medikamente unsicher sind. Wenn Sie Probleme mit Schüben haben, kann Ihr Arzt Ihre Behandlungs-, Sport- und Ernährungspläne anpassen, damit es Ihnen besser geht. Denken Sie daran, die perfekten Eltern gibt es nicht. Seien Sie in Bezug auf Ihr Befinden immer ehrlich mit sich. Ruhen Sie sich aus, wenn Sie müde sind. Sagen Sie etwas, wenn es Ihnen nicht gut geht. Essen Sie ausgewogen und nehmen Sie die von Ihrem Arzt empfohlenen Nahrungsergänzungsmittel ein. Ihre Gesundheit ist genauso wichtig wie die Gesundheit Ihres Babys. Es ist vielleicht nicht immer einfach, aber es gibt Unterstützung, auf die Sie sich verlassen können, denn alle wollen das Beste für Sie und Ihr Kind. Aber je besser Sie auf sich selbst aufpassen, indem Sie bei Bedarf um Hilfe bitten und Hilfe annehmen, desto eher können Sie Ihre Schwangerschaft, Ihr Baby und Ihre Familie genießen. Die Welt steht Ihnen offen.